Jetzt heute Abend wollen wir aus dem ersten Kapitel der Offenbarung von Vers 9 abhören bis zum Schluss. Ich, Johannes, der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal ist und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel, die da heißt Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi. Ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien, gen Ephesus und gen Smyrna und gen Pergamus und gen Thyatira und gen Sardes und gen Philadelphia und gen Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohne gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast. Und was da ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter, da muss man ergänzen, bedeutet oder bedeuten, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. Geliebter Herr, du weißt, wie ich diese Worte liebe. Ich liebe sie mehr als Silber und Gold. Und wir möchten so herzlich bitten, so wie du dich dem Johannes geoffenbart hast, Herr, so offenbare dich vor unseren Augen des Herzens genauso. Ach, mach keine Abstriche, Herr. Wir brauchen's desgleichen. Und ich danke dir, dass wir dich darum bitten dürfen, denn Herr, wir möchten heim zu dir. Hier ist nicht unsere Heimat und bald wirst du kommen. Und da möchten wir so gerne, dass dein Werk in unseren Herzen abgeschlossen ist. So wie es in deinem Wort steht. Und du weißt, wie deine heiligen Apostel so gearbeitet haben, dass sie jeden Menschen vollkommen darstellen in Christo Jesu. Und Herr, das ist auch mein herzliches Anliegen. Mit allen, mit denen ich zusammen sein darf, dass du in uns allen das Herrlichkeitswerk vollendest. Und lass uns vorher nicht stille stehen oder dir im Weg stehen oder deinen Geist betrüben, sondern hilf uns, dass wir in Demut dir nachfolgen und deinen Geist und dein Wort wirken lassen. In der Breite, in der Länge, in der Tiefe und in der Höhe. Nimm Dank, Herr. Wir bitten dich nicht umsonst. Amen. Für alle diejenigen, die in den vergangenen Tagen nicht da waren, möchte ich wieder am Anfang etwas wiederholen. Und es tut uns immer gut, wenn wir es wieder hören. Wer sich mit dem Worte Gottes beschäftigt, muss es genau lesen und genau hören. Darum bitte, wenn wir zusammen sind, erlaube deinen Gedanken nie Spaziergänge. Sondern konzentriere dich auf das Wort. Denn wir sind ja so dankbar, dass wir es haben. Es gibt ja nichts Gewisseres und nichts Sichereres als die Bibel, als das Wort Gottes. Es ist das Zuverlässigste, was du hast. Alle übrigen Dokumente der Welt sind nicht zuverlässig. Aber dieses Wort ist absolut zuverlässig. Denn es ist das Wort des Allmächtigen.
Darum, wenn wir jetzt ab Vers 9 die Verse durchgehen, bitte denke immer scharf mit. Und am besten, du betest im Verborgenen deines Herzens zu Gott. Alles, was dir der Geist Gottes aufdeckt, darfst du sofort verwandeln in ein Gebet, um darüber mit ihm selber zu sprechen. Nun, in diesem Vers 9 und den folgenden lesen wir, dass Johannes jetzt sich selber offenbart. Das tut er ja nicht mit Namen im Johannesevangelium. Davon haben wir dieser Tage gesprochen. Da heißt es immer nur, den der Herr lieb hatte. Aber hier in der Offenbarung, da teilt er uns mit, wer er ist. Und das ist nötig. Man muss ja wissen, wer hat die Offenbarung bekommen. Ist das nur irgendein frommer Träumer? Und ihr Lieben, es hat seit dieser Offenbarung, ich weiß nicht, wie viele Offenbarungen gegeben, und keine ist zuverlässig wie diese Offenbarung. Deshalb so wichtig jetzt, dass man hört, wer ist Johannes? Und Geschwister, da ist es so schön. Weißt du, ich schaue immer gerne, wenn es möglich ist, den Heiligen ins Herz. Und es ist auch für mich in der Seelsorge schön, wenn ich mit Menschen zusammen sein darf, bei denen ich den Eindruck habe, bitte, ich bin nur ein Mensch, der von außen her beurteilen kann, aber wo ich immerhin den Eindruck habe, ich habe es mit einem Menschen zu tun, der im Innersten schön ist, der gewaschen ist mit dem Blute Jesu, wo ich den Eindruck habe, da wird Wahrheit geredet, nicht irgendetwas. Und so, wenn wir jetzt Johannes hören, wie er sich selber vorstellt, schauen wir dem Heiligen, bitte nicht zu vergleichen mit den Heiligen der katholischen Kirche, ist was anderes. Aber er ist ein Heiliger Gottes, wie alle, die sich bekehrt haben und wiedergeboren sind, zu Jesus Christus Heilige sind. So ist auch er ein Heiliger und ihm dürfen wir hineinschauen in sein Herz. Und was sehen wir? Wie stellt er sich vor? Als Bruder. Er schreibt hier gar nicht, ich bin Apostel, obwohl er hätte das Recht gehabt. Aber er sagt ganz schlicht Bruder. Er hat das so gut gehört aus dem Munde seines Meisters. Einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Warum schreibt Paulus Apostel? Zumindest in so und so vielen Briefen, weil er es tun muss, um seiner geistlichen Autorität Ausdruck zu geben. Denn er hat Wichtiges zu sagen für die Nationen. Aber hier geht es jetzt zu erkennen, wie der Heilige Geist Johannes geleitet hat. Und da schreibt er einfach Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi. Wie schön. Wie schön. Was hätte er nicht alles schreiben können? Hat er doch den Herrn von allem Anfang, er war zusammen mit Andreas der erste Jünger Jesu. Was hätte er nicht alles berichten können? Nein, nein, Bruder, Mitgenosse an der Trübsal, ich bin ein Verfolgter. Er war verbannt auf die Insel Patmos, um Jesu Christi willen, um seines Wortes willen. Was hätten wir gesagt, wenn wir hier angefangen hätten zu schreiben? Wären wir auch in dieser Demut geblieben? Oh Gott, gebe sie uns, dass wir aufhören, uns um uns selber zu drehen. Denn was bei Gott wichtig ist, ist diese heilige Demut. Und deshalb hat der Heilige Geist ihn auch so geleitet, dass er sich so vorstellt, dass wir begreifen, wem kann Gott Heiliges anvertrauen? Demütigen. Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 5, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und das sind diejenigen, die gehen von Gnade zu Gnade zu Gnade zu Gnade, weil sie gelernt haben, von ihrem Herrn und Meister Jesus Christus in der Demut zu leben. Kein Titel, kein Doktor, bitte nichts zu sagen gegen Doktoren, aber nur es in einen Vergleich zu bringen, dass wir begreifen, welch ein Unterschied ist zwischen Johannes und vielen, vielen Menschen, denen es um ihre Ehre und um ihren Namen geht.
Nun das Besondere, und hier beginnt jetzt eigentlich der Auftrag, den Johannes bekommt. Ich war im Geist an des Herrn Tag. Was ist dieser Tag des Herrn? Er wird oft beschrieben in der Bibel. Wir könnten jetzt viele Zitate aus den Propheten anführen, eine nach dem anderen. Wo immer das Thema der Propheten war, der Tag des Herrn, der Tag des Herrn, der Tag des Herrn. Was ist das für ein Tag? Kein Tag von 24 Stunden, sondern es ist der Zeitpunkt, wo Gott die Nationen richten wird. Solch einen Tag hat es in gewissem Umfang schon einmal in der Vergangenheit gegeben. Nämlich, als Gott sein eigenes Volk Israel richten musste. Er wollte es nicht. Aber sie haben nicht gehört. Und dann kam zuerst im Jahr 722 vor Christus Sanherib, der assyrische König, und hat das Nordreich von Israel weggeführt. Und Jahre später kam Nebukadnezar mit seinem Heer, und das ist das neubabylonische Großreich, das erste Mal ungefähr 606, das zweite 597 und das letzte Mal 586. Und dann war Jerusalem zerstört und der Tempel auch. Und dann war das Nordreich nicht mehr da und das Südreich auch nicht mehr. Was die Juden nicht geglaubt haben, dass Gott Wort hält, wenn sie nicht Buße tun, hätten sie nicht gedacht. Sie haben sich gesagt, wir haben den Tempel, das ist das Haus Gottes, nicht wahr? Wie kann Gott sowas geschehen lassen, dass sein Haus zerstört wird? Er hat es geschehen lassen. Er ist Gott des Himmels und der Erde. Er ist nicht gebunden an ein Haus. Und jetzt dient uns dieser Tag in der Vergangenheit, wo Gott Gericht hielt an Israel und an Juda, dient uns prophetisch auch für die Zukunft. Solch ein Tag wird wiederkommen, aber nicht beschränkt auf Israel, sondern da ist die ganze Welt mit einbezogen. Und da werden sich alle Prophetien, und zwar im vollsten Ausmaß, erfüllen. Und bitte lies immer wieder diese Prophetie des Alten Testamentes, wo uns angezeigt wird, dass Gott Gericht hält. Mich selber bewegt das immer in meinem Herzen, aber ich merke, dass viele Gläubige sich vom prophetischen Wort nicht bewegen lassen. Das ist mir oft ein Schmerz. Weil in mir lebt das förmlich. Weißt du, wenn ich das lese, das nehme ich nicht einfach nur zur Kenntnis, sondern das ist lebendig. Manchmal ist es, als wäre es jetzt schon oder wäre es Vergangenheit. Und darum verstehe bitte, wenn jetzt der Geist Gottes den Johannes an den Tag des Herrn gebracht hat, er durfte also Dinge sehen, die in der Zukunft geschehen werden, dann hat er das so lebendig erlebt, als wäre es jetzt. Und der Herr hat so mit ihm gesprochen, dass es ihm war, wie wenn ihn eine Posaune plötzlich erschrecken würde. Ja, steh mal in einem Raum ganz für dich allein und denk an gar nichts und plötzlich bläst einer in seine Posaune oder Trompete. Was ist los? Da bist du erschrocken. Und das ist wichtig. Das Wort Gottes will uns erschrecken, nicht Angst machen in diesem Sinne, sondern es will uns aufwecken. Sag, wo stehst du? Bist du bereit, wenn Jesus kommt? Und darum, jetzt als er dieses gehört hat, wie der Herr anfing mit ihm zu reden, war es für ihn von allem Anfang an wie ein Posaunenstoß. Und Geschwister, was wünschte ich mir, als das heute Land auf Land ab in Deutschland von allen Kanzeln die Offenbarung gepredigt würde. Was wünschte ich mir? Aber anstatt über die Offenbarung zu reden, reden Sie über die Homosexuellen. Und Gott
wollte so gerne, dass sein Wort, das er schon vor 1900 Jahren gegeben hat, jeden aufweckt, der hier in unserem Land lebt. Und deshalb ist es mir ein Schmerz, Geschwister, ich möchte nicht, dass diese Männer, die anstatt die Wahrheit zu predigen, alles Mögliche von den Kanzeln erzählen, ich möchte mal nicht in ihren Schuhen stecken, das sage ich euch. Weil ich habe meinen Gott in seiner Heiligkeit kennengelernt. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, bei dem dreimal heiligen Gott. Aber unser Volk weiß es nicht mehr. Deshalb lasst uns, solange wir noch Zeit haben, dieses Wort in ganzer Klarheit, bitte nicht in Lieblosigkeit, nicht den Leuten das links und rechts um die Ohren schlagen, das meine ich nicht. Aber lasst uns dieses Wort leben und lasst es uns auch weiter sagen, wo Gott uns Gelegenheit gibt und wo er uns auch einen Auftrag gegeben hat, um zu reden. Und nicht schweigen. Aber stell dir mal vor, jetzt am Ende der Endzeit könnte diese Offenbarung in jeder großen Stadt durchgepredigt werden, alle 22 Kapitel. Stell dir mal vor, in Stuttgart gäbe es eine Kirche, da wird das ganze Jahr Kapitel 1 bis 22 durchgepredigt. Jeder in Stuttgart wüsste, in der Kirche kannst du das ganze Jahr die Offenbarung hören. Und dann wäre oben in Bielefeld wieder eine Kirche und da wäre es genauso. Und dann wäre es in Essen so und in München und wo du hingehst. Überall wären Orte, da wird das ganze Jahr die Offenbarung gepredigt. Was wäre das herrlich. Aber anstatt sie die Wahrheit predigen, glauben sie der Lüge. Und Geschwister, weil ich mein Volk liebe, ich darf es sagen. Deshalb ist es mir ein solcher Schmerz. Gott hat uns vor über 450 Jahren Herrlichstes anvertraut, dieses ganze Buch. Es wurde übersetzt von Martin Luther. Und damit ist uns das Licht, das hellste Licht des Evangeliums geschenkt worden in unserer Sprache. Und jetzt hätte man eigentlich denken oder wünschen möchten, dass sich diese Wahrheit durchsetzt. Und dass am Ende viele gerettet würden, die ansonsten der Hölle entgegenschlafen. Gell, du verstehst, wenn ich das mit ganzem Ernst sage. Weil ich weiß nicht, wie dir das geht. Das brennt in meiner Seele, wenn ich sehe, die Menschen gehen dahin und sie schlummern in die Hölle hinein. Spätestens dort werden sie aufwachen. Und dann beginnt ein Klagen und Schreien in der Ewigkeit. Dann ist es zu spät. Der Hebräerbrief sagt deutlich, Kapitel 9, es ist dem Mensch gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Mit dem Tod ist die Entscheidung gefallen. Entweder da oder dort. Wo willst du hin? Und nun sehen wir, Johannes hat sofort den Auftrag bekommen, diese Offenbarung 7 Gemeinden zu schicken. 7 ist ja in der Bibel eine bekannte Zahl, es ist eine Vollzahl, eine Zahl der Vollendung, siehe, 7. Tag in der Schöpfung, wo Gott geruht hat. Und damit soll zum Ausdruck gebracht werden, diese Offenbarung ist bestimmt für alle Gemeinden, nicht nur für Ephesus, die Laodicea, sondern für alle Gemeinden rund um den Globus. Sie sollen das Zeugnis Gottes in der Offenbarung hören. Und noch einmal, was wäre mit unserer Generation, wenn das geschehen wäre, wenn man diesem Auftrag nachgekommen wäre? Dann wären wir heute Gewarnte. Und jetzt wendet er sich um, Johannes, um zu sehen nach der Stimme, die mit ihm redete. Und jetzt, als er sich umwendet, wen sieht er zuerst? Ja, bitte, ihr denkt alle mit. Bitte die goldenen Leuchter. Sehr wichtig, sah ich 7 goldene Leuchter, nicht Jesus zuerst. Jetzt wirst du sagen, ja warum? Ja, das ist ganz einfach.
Der Leuchter soll Jesus verkündigen. Und das ist die Gemeinde. Die Welt will die Gemeinde sehen. Sie kann Jesus nicht sehen. Aber sie soll die Gemeinde sehen. Die leuchtende Gemeinde. Wo ist sie? Wo ist heute noch Gemeinde, die leuchtet? Und gell, ihr nehmt mir es nicht übel, wenn ich immer wieder gewisse Krankheitspunkte in unseren Gemeinden anführe, weil, Geschwister, es ist mir wichtig, ich will nie einen Vortrag halten, sondern nur Zeugnis geben und helfen, damit wir gesund werden. Nicht, dass ich das machen könnte mitnichten, aber wir dürfen ja einander helfen, durch die Gnade Gottes. Krankheitspunkte sind immer, wenn unter uns Sand im Getriebe ist. Und im Zeitalter des Wohlstandes ist viel Sand im Getriebe. Da kann man sich's ja leisten. Man ist ja auf den Bruder gar nicht angewiesen oder auf die Schwester. Auch wenn einem der nicht mehr passt, geht man in die nächste Gemeinde. Hat ja viele. Und wenn einem die nicht passt, geht man wieder in eine andere. Man kann ja abwechseln. Oh, wie schrecklich. Wie schrecklich. Ich möchte wissen, wie die Leute im Himmel ankommen, die beständig die Gemeinde wechseln. Die haben nie Lasten mitgetragen. In der Gemeinde stehen, Geschwister, das bedeutet Lasten mittragen. Wie haben wir es gehört? Ihr aber seid, die bei mir ausgeharrt habt in meinen Anfechtungen, auch in der Gemeinde. Zu denen sagt der Herr Jesus, euch gebe ich das ganze Reich. Euch gehört's. Deshalb, bevor du kritisierst in der Gemeinde, trage Lasten mit, lass sie dir auflegen, ganz bewusst. Wie war das schön bei Simon von Kyrene, als er vom Feld kam, nicht? Erinnerst du dich an die Stelle? Was war mit dem Mann? Er war der Erste, der das Kreuz getragen hat. Da kam er vom Feld, einer der Jünger, bitte nicht von den Zwölfen. Jesus hatte ja viele Jünger. Es waren ja 500 Brüder nach seiner Auferstehung. Da war er einer von denen. Da kam er vom Feld, dann haben sie ihn gepackt. Er war wohl bekannt, dass er auch ein Jünger Jesu war. Und dann haben sie ihn vom Feld weg und das Kreuz Jesu getan. So, ist er davon gelaufen? Nein. Er hat das Kreuz Jesu getragen. Und lies mal im Römerbrief, wie seine Familie gesegnet war. Was schreibt Paulus von seiner Frau? Die Frau dieses Mannes, von diesem Bruder, von diesem Jünger, die nennt Paulus später seine Mutter. Römerbrief, Kapitel 16. So gesegnet war der Mann, weil er sich unter das Kreuz begeben hat. Wenn ich dich jetzt frage heute Abend, trägst du auch Lasten in deiner Gemeinde mit? Hast du Aufgaben? Bitte nicht vorne stehen oder im Chor singen, das meine ich gar nicht zuerst. Sondern Lasten tragen bedeutet im Gebet. Hast du da Aufgaben? Wie ist das mit deiner Gebetsliste? Trägst du da mit? Ganz wichtig, Bruder, Schwester, dass wir Lasten tragen. Und je mehr Lasten wir tragen, das sage ich dir, desto weniger wirst du kritisieren. Aber wenn du nur passiv bist, wenn du nur dich bedienen lässt, dann weißt du an jedem was auszusetzen. Dann ist keiner recht, nur du. Und das ist der Sand im Getriebe der Gemeinde. O Gott, bewahre uns vor solchem. Weil, weißt du, ich schaue immer das Ziel an. Ich weiß, wenn man so ans Ziel kommt, ist man enttäuscht. Stell dir mal vor, so einer kommt am Ziel an. Er selber, oh, er glänzt in seinen eigenen Augen. Keiner war recht, nur er. Jetzt kommt er vor den Preisrichterstuhl Jesu Christi, wenn er wirklich ans Ziel kommt, vorausgesetzt. Jetzt erwartet er, was wird mein Heiland sagen? Keiner wie ich, ja? Hoho. Das gibt ein Erschrecken.
Gott gebe uns nur Gnade, dass wir uns da nie etwas vormachen über uns selber. Wie hat Gott an dieser Stelle in mein eigenes Leben hineingewirkt? Geschwister, wie hat er mich runtergeholt vom hohen Ross? Ha! Aber es war gut. Ich hatte das nötig. Und nun schaut Johannes genauer hin. Zuerst die 7 goldenen Leuchter. Die Gemeinde muss zu sehen sein. Und jetzt schaut er genauer hin. Und wen sieht er da? Mitten unter den 7 Leuchtern, und das sind die Gemeinden von Ephesus bis Laodicea und alle Gemeinden weltweit, mitten unter den 7 Leuchtern einen, und jetzt beschreibt er ihn auf 3 Arten. Menschensohn, hoher Priester, Gottessohn. Als solcher wandelt er inmitten der Gemeinde. Bruder, Schwester, weißt du, dass er so auch heute Abend hier ist, unter uns? Er wandelt mitten in der Gemeinde. Unser erhöhtes Haupt, Jesus Christus. Und manchmal, wenn ich an diesem Abschnitt bin, sage ich, eigentlich sollte man in jeder Versammlung, aber bitte, das ist jetzt nur ein Gedanke, das ist nicht eine Aufforderung, um es so zu praktizieren. Aber nur damit du verstehst, was gemeint ist. Eigentlich sollte man diese Verse, so wie sich Jesus hier offenbart, dem Johannes, in jeder Versammlung lesen. Damit jeder, der da sitzt, weiß, um wen es geht beim Erhöhten. Jetzt nicht mehr um den Jesus bei den Evangelien, sondern den Erhöhten. Und da heißt es, sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Er hat ihm natürlich zuerst ins Angesicht geschaut und er hat gesehen, alles rein. Was von Jesus ausgeht, und bitte alles geht vom Haupt aus, auch bei uns. Was vom Haupt ausgeht, alles Reinheit. Und deshalb steht das auch hier gleich an der ersten Stelle, wenn er jetzt die Details seiner Person beschreibt. Sein Haupt war weiß, wie weiße Wolle. Und versteh bitte, so möchte der Herr Tag und Nacht vor uns stehen, damit wir uns in seinem Angesicht erkennen können, dass alle Flecken runzeln. Und was wir alles mit uns tragen, dass das alles sichtbar wird, wenn wir in seine Reinheit hineinschauen. Und darf ich da wieder eine Frage stellen? Geschieht es bei dir, dass bei deiner Nachfolge hinter Jesus her und wenn du in der Gemeinschaft stehst mit ihm, dass du dich selber immer auch erkennst in seiner Reinheit? Dass du merkst, wo dein Denken noch nicht in Ordnung ist. Ich will gar nicht von den Taten reden. Den versteh bitte, die groben Sünden haben wir abgelegt. Aber jetzt geht's um das Feine. Und da ist der Geist Gottes, wenn wir in der Gegenwart Gottes und Jesu Christi leben, immer dabei aufzudecken, zu zeigen, das stimmt noch nicht und das ist noch nicht in Ordnung, damit wir aufmerksam werden und es ablegen. Es ist ja so schön, Gott predigt uns nie Moral. Das kennt Gott nicht. Sondern er will uns helfen zu einem Leben in der Reinheit. Und deshalb, wenn sein Haupt weiß ist, soll auch unser Haupt, das heißt das, was vom Haupt ausgeht oder was unseren Geist anbelangt, dass das rein ist. Mir gefällt so sehr, wenn der Heilige Geist durch Paulus im 1. Thessalonicher Brief am Schluss in Kapitel 5 schreibt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist, das ist das Erste, euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Das ist. Und wenn wir es gelernt haben, in der Gegenwart Jesu Christi zu leben, bitte nicht nur in der Stille am Morgen oder wann wir sie halten, sondern beständig,
auch durch den Tag hindurch. Dann wird dieses Anschauen des Erhöhten uns immer wieder korrigieren. Wir sehen, oh Heiland, du bist rein, aber das stimmt's bei mir noch nicht. Mein Verhalten zu dem und jenem ist noch nicht in Ordnung. Gut, Herr, wie gut, du hast es aufgedeckt, ich stehe dazu. Und jetzt schau, jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt. Vielleicht hat manch einer schon gedacht, ja, warum ist denn Gott meine Sünde so wichtig? Ich will doch einfach glauben, warum soll ich über meine Sünde nachdenken? Er ist ja schließlich gestorben am Kreuz, ist doch alles abgenommen. Du sagst es recht. Aber versteh bitte, bevor Gott dich nicht überführen darf von deiner Sünde, wird sie weitergehen. Jetzt hast du das neue Leben angenommen, nicht als bist du glücklich. Du tanzt vielleicht vor Freude, aber ist deine Seele gereinigt? Oder nimmst du die alte Sünde mit hinein ins neue Leben? Das ist die Frage. Und deshalb überführt der Geist Gottes uns von Sünde, damit ich lerne, zu stehen zu dem, wo ich gefehlt habe. Und da wieder eine Frage, stehen wir zu dem, wo wir gefehlt haben? Oder sagen wir wie manche, ach, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. So steht es übrigens nicht in Römerbrief Kapitel 3. Ja, es heißt sie. Sonst hätte sich Paulus mit eingeschlossen. Geschwister, aufgepasst. Gott will, dass wir das Einfallstor der Sünde in unserem Leben kennenlernen, durch das Erkennen und Bekennen der Sünde. Und was ich erkannt habe, darf ich bekennen, um klarzustellen, lieber Gott, ich weiß, ich war schuld. So, das habe ich gemacht. Und das dient uns. Und deshalb heißt es 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt. Und das Schöne ist, jetzt bin ich ja gewarnt für die Zukunft. Da weiß ich, da war ein Schwachpunkt in meinem Leben. Und nun gehe ich weiter, ich habe Vergebung meiner Sünden. Und der Heilige Geist erinnert mich immer wieder, pass auf, da ist von deinem Charakter her oder was auch immer, sind Schwachpunkte. Und deshalb aufgepasst an dieser Stelle, damit du nicht wieder auf die Nase fällst. Lebe in der Gegenwart Gottes und lass dir immer in seiner Gegenwart wieder zeigen, wo dein Leben nicht in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass wir grübeln müssen über unsere Sünde. Bitte nur das nicht. Denn es gibt es das auch, dass man wie krankhaft immer sucht, wo könnte noch. Das ist nicht gemäß der Schrift. Aber wer in der Gegenwart Gottes lebt, kann gar nicht anders. Er wird korrigiert. Das ist logisch. Und das brauchen wir. Seine Füße gleich wie Messing. Das bedeutet, eigentlich heißt es hier Golderz, und Jesus ist ein Goldschmelzer. Und ich habe das früher auch nicht gewusst, aber scheinbar, wenn man Golderz schmelzt in einem Tiegel, braucht man kolossale Hitze. Ich meine, es sind 1800 oder 2000 Grad, die man unter dem Tiegel hat, damit sich Gold von der Schlacke löst. Um diesen Lösungsprozess zu vollziehen, braucht es gewaltigste Hitze. Und deshalb wird uns Jesus hier dargestellt als der Goldschmelzer. Und das Feuer, das unter dem Tiegel brennt, das scheint an seine Füße. So wird er ja hier uns gezeigt. Und deshalb, Bruder, Schwester, wenn der Herr dich liebt, dann wirst du in den Schmelztiegel geworfen. Und dann kann sein, beginnt eine kolossale Hitze. Und ich darf davon reden, weil ich sie selber erlebt habe, diese Hitze. Aber es ist so gut, weil es wird das Reine vom Unreinen gelöst. Und nur deshalb lässt er uns durch solche Hitze gehen. Und bisweilen sind wir dann wie in der Wüste und sagen uns, ja lieber Herr, ist das eine Nachfolge? Jetzt habe ich mich doch bekehrt. Ja, jetzt mache ich Dinge durch, die habe ich vorher nicht durchgemacht. Ne?
Ich kann dich verstehen. Denn wenn Gott ansetzt zu wirken, dann kann es einem manchmal scheinen, es ist 2 Stufen zu hoch. Aber lass dich nicht rausbringen. Halte nur still. Der Herr weiß schon, was er tut. Er bringt dich durch. Nur lauf nicht davon. Fliehe nicht. Das ist ja im Wohlstand die große Gefahr, dass man flieht. Man hat ja immer etwas, wo man hingehen kann. Und das ist eine Gefahr. Stell dich der Situation und wisse, dass Jesus Sieger ist. Und so geh durch. Und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Und da, wenn ich an dieser Stelle bin, erinnere ich wieder daran, dass die stärkste Stimme in unserem Leben soll die des Wortes Gottes sein. Seine Stimme. Da kannst du jetzt wieder dich fragen heute, ist das bei dir der Fall? Oder ist die stärkste Stimme für dich die Zeitung, das Fernsehen, der Radio, die Kassetten oder was immer? Oder ist es die Stimme Gottes im Wort der Bibel? Und darum gewöhne dir an, das ist wunderbar, wenn du dieses einmal geschmeckt hast, auch durch den Tag hindurch, dich immer wieder an ein Wort erinnern zu lassen. Natürlich, es kann es nicht jeder gleich, wer berufstätig ist, ist da nicht gleich in der Lage wie andere, aber wir haben ja heute viele, die schon im Pensionsalter sind. Nütze die Zeit, lass dich immer wieder in die Gegenwart Gottes führen, und wenn es nur 2 Minuten sind oder nur 5 Minuten, und du wieder mit dem Wort genährt wirst. Jesu Stimme soll die stärkste Stimme sein in deinem Leben. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Wie wunderbar, als Kind Gottes bin ich tief geborgen in seiner Hand. Und seine rechte Hand ist die Hand des Allmächtigen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. In gewisser Hinsicht sprachen wir schon vorhin davon, das schließt sich an Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt immer Seele und Geist. Und da darf ich wieder erinnern, das tue ich gerne, weil es ist wirklich eine Not unter uns Gläubigen, die Empfindlichkeit. Mache dir es zur Angewohnheit, dass du deine Empfindlichkeit hasst. Sage, Herr, ich hasse das Empfindliche. Ich will es nicht mehr. Sei so gut, ich bin mit dir gestorben. Dann stehen wir im Krieg mit dem Selbstmitleid. Und das ist wichtig. Dann, wenn wieder etwas kommt, bin ich schon vorbereitet, aha, das geht wieder in den Bereich des Selbstmitleids, Heiland, damit will ich nichts zu tun haben, die Sache ist für mich erledigt. Und wie leicht lebt es sich, Brüder und Schwestern, unter solchen, die hier verstanden haben, dass es darum geht, die Empfindlichkeit abzulegen. Wie leicht lebt es sich unter solchen Christen? Und wie schwer, wenn es nicht abgelegt ist? Ich darf das sagen, weil der Herr hier auch bei mir einen ganz wunden Punkt seit Jahren angeht. Beständig weist er mich darauf hin. Beständig. Und da muss ich nur sagen, da kann ich nur immer sterben. Und sein Angesicht leuchtet wie die helle Sonne. Und das ist schön. Johannes stand in seiner Gegenwart und nun darf er erleben, das hellste Licht umgibt ihn. Und das umgibt uns ja Tag und Nacht, wenn wir Kinder Gottes durch Jesus Christus sind. Dabei muss ich nicht irgendeine Vision oder sonst was haben, überhaupt nicht. Aufgrund des Wortes, das mir das verheißt, Jesus ist das Licht der Welt, darf ich in diesem Licht stehen und gehen und schlafen und arbeiten und alles, was ich tue. Immer in seinem Licht. Und jetzt fällt Johannes wie tot zu Boden. Warum? Er hat den Erhöhten gesehen. Er kannte ihn ja von 3 Jahren auf der Erde. Aber jetzt den Erhöhten in seiner Majestät, in seiner Herrlichkeit, das hat ihn wie tot umfallen lassen.
Und da wollen wir fragen, war das aufgrund von einer Sünde bei Johannes? Mitnichten. Aber er hatte ja noch den Leib des Fleisches. Und es ist immer so, wenn wir mit diesem Leib in die Gegenwart Gottes gingen, müssten wir sterben. Und deshalb fällt Johannes jetzt um wie tot. Da liegt er. Und die rechte Hand des Herrn kommt auf ihn. Und er hört, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und ist es nicht köstlich? Überleg mal, dieses Wort aus dem Munde Jesu hat ihn aufgerichtet. Seine Hand war auf ihm und er sprach das Wort und Johannes konnte aufstehen. Und was meinst du, warum er diese Begegnung mit der Majestät in der Höhe haben musste? Er musste ganz leer sein. Jetzt, wenn er da lag, war er ganz leer, kraftlos. Und das war das Allerbeste, um jetzt die Offenbarung in Empfang nehmen zu können. Denn ihr glaubt gar nicht, wie oft wir Gott mit unserer eigenen Kraft im Wege stehen. Das glauben wir gar nicht als Gläubige. Und wie wehren wir uns oft als Gläubige, schwach zu sein? Wir wollen doch nicht blamiert sein vor dem anderen, nicht? Wir wollen doch schließlich auch was gelten. Ja, ja. Hast du vergessen, warum die Gemeinde zu Philadelphia so gesegnet war? Was sagt der Herr ihr? Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Niemand kann sie zuschließen. Warum? Du hast eine kleine Kraft. Die gesegnetste Gemeinde der Sendschreiber. Kleine Kraft. Und wenn wir das als Gläubige begriffen haben, Geschwister, dann kann uns Gott gebrauchen. Wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde nicht als Besserwisser, sondern hilflos, sagen, Herr, ich weiß den Weg nicht mehr. Wo soll ich hingehen? Ach, wenn so einige zusammenstehen und so vor dem Herrn sind, Geschwister, sollte er ihnen nicht offenbaren, was dein Wille ist, in dem und jenem und so weiter? Er wird es gewiss tun. Aber wer mit seiner eigenen Kraft da hineingeht, wer sagt, Mensch, ich habe doch schließlich studiert, ich weiß doch, wie es geht. Der steht den anderen allen im Weg. Und glückselig deshalb, wer sich durch den Herrn schwach machen lässt und auch dazu steht, nicht so tut, als ob. Und wenn die himmlischen Heerscharen anbeten, wie heißt es dort? Das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, was? Was ist das Erste? Was ist das Erste? Die Kraft. Die Kraft. Hast du deine Kraft Gott geweiht? Darf er sie dir nehmen? Wenn du dich ihm ausgeliefert hast, Bruder, Schwester, dann kann er was mit dir tun und mit mir. Und dem denke bitte nach. Es ist so schön, von den 24 Ältesten vor seinem Thron, weißt du, was es dort heißt? Sie gaben Preis und Ehre und Kraft. Sie legten ihren Siegeskranz hin und sagten, Herr, alles gehört dir, nicht uns. Möge es bei uns auch so sein, damit wir Gesegnete des Herrn sein können. Amen.